Hä? Giannis? Was geht ab, meine lieben Freunde, und willkommen zu einer weiteren Episode. Freunde, danke für eure ganzen Kommentare, danke für alles, was ihr geschrieben habt. Wir haben auf jeden Fall ganz, ganz viel herausgefunden. Aber Leute, in der heutigen Folge passiert was sehr, sehr krasses, denn es gibt einfach, vielleicht, ich weiß es nicht, ob es ein Fake ist, ob es ein Prank ist oder nicht, es gibt einen zweiten Giannis. Und nee, das ist kein Alphastein, der mich wie damals geprankt hat, sondern irgendwas sehr, sehr mystisches. Ich habe keine Ahnung. Gönnt auf jeden Fall ein Abo, ein Like, aktiviert die Glocke und wünsche euch jetzt viel, viel Spaß mit dem Video. Leute, die Fähigkeit ist so krass. Kians Donner dient nur dem wahren Donnergott. Fähigkeiten Macht des Donners, meine Passive, Funkensprung, Kians Zorn. Dann eine unbekannte Fähigkeit und als letztes uraltes Desaster unvollständig. Da haben wir gelernt, Freunde, das ist dieser Skill. Dieser Skill, einfach so ein krasser Skill, Freunde. Und das ist ja, ihr habt ja gesehen, wer es noch nicht gesehen hat, Freunde, damit habe ich einen Boss in 2 Sekunden fertig gemacht. Also an alle unbedingt das Video von gestern anschauen, damit ihr nicht verpasst, wie ich mit dieser Fähigkeit den Boss gekillt habe, Freunde. Weil diese Fähigkeit ist halt wirklich geisteskrank. Aber nichtsdestotrotz, Freunde, muss ich euch noch eine andere Geschichte erzählen. Denn ich habe mal so ein bisschen nachgedacht. Ich habe letztens mit Mira gesprochen und Mira meinte doch zu mir, wo ich zu ihr gesagt habe, ja, jetzt habe ich die Sonnenkrieger-Geschichte fertig, ich habe die Göttergeschichte fertig, was kommt denn als nächstes? Und dann meinte sie, ey, deine Geschichte ist noch lange nicht vorbei. Sprich, weil ich dachte wirklich, YouTuber-Insel ist jetzt sozusagen cut und alles entspannt und ich habe jetzt meine Fähigkeiten und ich bin der Heftigste. Aber nein, es geht erst jetzt richtig los angeblich, denn wir haben die Fähigkeiten nicht umsonst bekommen. Das heißt, die Fähigkeiten dienen uns und die haben irgendwas... Digga, was ist das für ein Licht? Digga, Tridan? Ja, was geht ab? Bro, was machst du hier? Wir treffen uns ja wieder. Ey, wir haben erst vor kurzem gekämpft und jetzt bist du wieder hier. Was los? Ja, ich wollte mal vorbei luschern. Ich habe gesehen, du warst wieder online und was machst du jetzt zur späten Stunde? Also Bro, ich habe ein bisschen nachgedacht und ich weiß nicht. Guck mal, ich habe ja jetzt die Sonnenkrieger-Geschichte fertig. Ich habe die Donner-Geschichte fertig. Und jetzt irgendwie, wo ich meine Fähigkeiten habe, beziehungsweise wo so viele Leute ihre Fähigkeiten haben, was passiert jetzt? Weißt du, was ich meine? Und klar, das wenn jetzt ist die Frage. Unheil 1 oder 0, was auch immer jetzt auf uns zukommt, fertig ist, was ist dann? Und ich habe mit Mira geredet und sie meinte, meine Geschichte ist noch lange nicht vorbei. Das heißt, irgendwas muss ich hier noch vollenden, aber was? Lukas, komm, da ist ein AP bei mir. Ein AP? Ja, warte, ich komm. Bei dich? Ich hab ihn gleich. Ach, die ganze Stärke. Bro. Ja, sein Teammate holt mich gerade. Ich hab so einen schlechten PC. Digga. Ich hab keine Chance, Mann. Ja, ich bin tot. Ja, keine Chance. Wie, du hast einen scheiß PC? Was meinst du? Lagst du die ganze Zeit deswegen oder was? Ja, ich lag. Ich kann nichts machen im Game. Meine Builds kommen einfach viel zu spät. Das bringt nichts. Bro, hast du schon mal von GeForce Now gehört? Nee. Was meinst du? Was ist das? Bro, das ist ein Cloud-Gaming-Dienst von Nvidia. Du musst dir wirklich eigentlich gar keine Gedanken mehr machen, ob dein PC stark genug ist. Weil diese ganzen Games, die werden in der Cloud gerendert und auf deinem Bildschirm gestreamt. Das heißt, du kannst sogar auf irgendeinem alten Laptop oder allgemein so einen richtig schlechten PC richtig geile Games zocken ohne Ruckler. Ohne Ruckler. Klar. Und, hä, was für Spiele sind da denn drauf? Da sind doch safe irgendwelche Ranzspiele, oder nicht? Bro, kann ich da auch Fortnite drauf spielen? Du kannst da auch Fortnite drauf spielen und es unterstützt so viele Games. Vor allem unterstützt es auch Spiele von Plattformen wie Steam, so wie bei uns gerade Epic Games und Ubisoft Connect. Du kannst also deine ganzen eigenen Games spielen, die du schon gekauft hast. Keine Notwendigkeit, neue Spiele zu kaufen und du kannst sie mit deutlich besserer Grafik spielen, Bro. Aber muss ich die nicht irgendwie auf meinem PC installieren oder sowas dafür? Bro, guck mal, du startest einfach das Spiel in der Cloud ohne lange Downloadzeiten oder nervige Installation. Das spart auch mäßig Speicherplatz auf deinem PC. Außerdem unterstützt GeForce Now auch Raytracing, was die Grafikqualität nochmal krass verbessert. Also selbst wenn dein alter PC das nicht kann, mit GeForce Now kriegst du das volle Next-Gen-Grafik-Feeling. Ja, ich sag dir ehrlich, auch wenn das gut ist, das Problem ist bei mir halt einfach, ich habe richtig mieses Internet, also wird das denn überhaupt flüssig laufen? Also der Virtual Manager ist einfach kacke. Bro, sogar dafür gibt's eine Lösung, weil die Server von Nvidia sind extremst leistungsstark. Solange du eine einigermaßen stabile Internetverbindung hast, kannst du selbst auf mittelmäßigen Verbindungen Probleme zocken. Und ich sag dir ehrlich, wenn du wirklich auf High-End-Performance setzen willst, gibt's auch Premium-Abos mit bevorzugtem Zugang zu den besten Servern und längeren Sessions. Ja, jetzt redest du schon wieder von Premium-Abos. Ich sag dir ganz ehrlich, da kann ich mir doch gebührt einen neuen PC kaufen, so viel wie das kostet, oder nicht? Bro, es gibt sogar eine kostenlose Version, wo du für begrenzte Sessions spielen kannst. Wenn du mehr willst, gibt's Premium-Optionen, die längere Spielzeit und bessere Performance bieten. Und soll ich dir jetzt mal was erzählen? Ich selber habe auch ein Abo da. Du hast da auch ein Abo?
Hey, Bro. Bro, ich sag dir ehrlich, ich habe sogar die höchste Stufe und wenn ich unterwegs bin, weil ich halt mein Gaming-Setup natürlich nicht mitnehmen kann und Bock habe zu zocken, Bro, von allen Orten, ich brauche nur einen Laptop und gutes Internet, kann ich die geilsten Games mit richtig, richtig guter Leistung zocken. Also, wenn du mir jetzt irgendwie einen Link oder so oder sowas dazu schicken kannst, würde ich das definitiv wenigstens mal ausprobieren. In der Beschreibung ist der Link und den müsst ihr unbedingt abchecken und wenn ihr mir nicht glaubt, dann zeige ich euch jetzt ganz genau, wie eine Fortnite-Runde bei uns abläuft. Let's go! Und Lukas, wie findest du's? Bro, ich sag ehrlich, ich hab einen 2er Ping gerade in Game. Bro, ich sage doch, wenn ich... Ich hab sogar einen 0er gerade. Ich hab einen 0er Ping in Game gerade. Bruder, ich sage dir doch, das Ding ist crazy. Also okay, komm her. Sag mal ehrlich, ich trau mich etwas. Merkst du den Unterschied, Bro? Wie krass das ist? Bro, ich sag dir jetzt, ich trau mich jetzt sogar. Ich sag, da freut ich mich, dass ich gerade auch schon mal her. Okay. Hey. Er ist hier. Wir haben ihn. Low. Er ist low, low. Let's go! Nice. Alter, wie stark. Okay. Let's go. Sehr gut. Bro, ich werd grad so krass gerusht. Ich bin tot. GG's. Okay, du weißt, wo beide sind? Ja. Du hast noch zwei Gebäude, die du platzieren kannst. Mach ihn so, ey. Darf nicht in den Zug. Ich hab kein Geld. Schade. Nein, wir sind Zweiter geworden. Aber okay, das ist aber sehr knapp. Jetzt mal ganz ehrlich, wie findest du's? Ich sag ehrlich, ohne das wären wir wahrscheinlich nicht Zweiter, sondern irgendwie direkt schon in der Mitte des Spiels gestorben. Leute, checkt unbedingt die Links in der Beschreibung ab, damit ihr nichts mehr verpasst. Dort geht's natürlich zu GeForce Now. Und ich kann euch nur sagen, es lohnt sich komplett. Und weiter geht's mit dem Video. Ja, also ich weiß halt nicht, ich kann leider auch nicht in die Zukunft schauen. Denke, dass wir das irgendwie spätestens nach Unreal 1 oder allerspätestens nach Unreal 0 herausfinden werden. Okay, und Bro, was führt dich hierher? Eigentlich, also ich hab ja noch mitbekommen, ich wollte mal über das Horn reden, so, ne? Hab keine Angst, Bro, ich werde dich jetzt nicht attackieren oder so, wie ich das bei Reine getan habe. Nein, Bro, mach dir keinen Kopf, du musst keinen Kornapfel essen. Ich werde dir nichts tun, Bro. Also ich bin ehrlich, Angst habe ich nicht, aber ich wollte ehrlich gesagt nur auf Karotte switchen, aber ja, so. Alles gut, erzähl. Nee, also ich will nicht attackieren oder so, aber du hast ja, das wolltest du auch Anfang nicht sagen, habe ich mitbekommen, aber ja. Tobi hat mir selber gesagt, dass du das Horn, was du damals hattest, von Tobi wiederbekommen hast. Ja. Und ich wusste das auch, weil... 5 Minuten später, als du aus Homburg kommst, hat Tobi es mir auch selber direkt ins Gesicht erzählt. Bro, das Ding ist, ich bin dir ehrlich, ohne dich jetzt traurig zu machen, ich wollte dir das sogar sagen. Ich wollte echt zu dir kommen und sagen, ey, ich hab Horn, aber dann haben viele in meinem Chat geschrieben und die hatten recht, dass du damals auch eine böse Absicht mit diesem Horn hattest, wenn du dich erinnerst. Und bevor ich halt nicht zu 100% sicher bin, dass du jetzt keine bösen Absichten hattest, wollte ich erstmal warten, um dir das zu erzählen. Sprich, ich wollte es eh vor allen Leuten sagen. Aber so wie ich sehe, bist du nicht irgendwelche, also du hast keine bösen Absichten, hoffe ich. Also ich weiß, dass Kiro und Ryan jetzt noch ein Horn haben, aber bei denen ist es halt anders. Die haben das halt anders bekommen, als du es bekommen hast. Du hast es durch Tobi bekommen. Und Tobi ist halt die Person, ich vertraue Tobi sehr, sehr, sehr viel an. Okay. Auf der Insel momentan. Okay, du vertraust Tobi? Und damit willst du sagen, weil er mir dieses Horn gegeben hat, denkst du, er hat seine Gründe? Genau, also ich denke nicht, dass Tobi momentan irgendwelche Fehler macht und wenn er dir persönlich das Horn gegeben hat, er hätte es auch mir geben können, weißt du? Aber er hat es dir gegeben. Und ich denke, da steckt was dahinter und er hat einen Plan. Ich verstehe, und was du deswegen meinst. Deswegen will ich, dass du es auch behältst. Also ich komme jetzt nicht zu dir, um es irgendwie zu klauen oder dich zu besiegen oder so, auch wenn du mit deinen Fähigkeiten wirklich momentan sogar viel stärker bist als ich, aber das Horn soll schon dir gehören. Ey, Bro, ich sag dir ehrlich, ich küsse dein Herz, dankeschön. Aber weißt du, was wir überhaupt mit diesem Horn jetzt machen müssen? Hast du darüber mal nachgedacht? Also damals gab es nur zwei Hörner. Du hattest eins und Sue hatte eins. Und damit haben wir das, da mussten wir reinpusten und dann hat sich das Tor geöffnet. Ich weiß nicht, ob es diesmal so ist. Das Ding ist, ich habe dieses Horn immer benutzt, um Tobi zu rufen, beziehungsweise allgemein einen Admin zu rufen. Aber jetzt funktioniert das nicht mehr, weil Tobi ja irgendwie gebannt ist. Die Frage ist, aber was soll ich damit machen? Ich denke, das ist halt, wie gesagt, ich habe eine Kartoffel gedroppt. Warte, ich muss kurz an die Ender-Chest. Ich zeig dir mal, ich vertraue dir das jetzt an, okay? Okay. Warte, ich muss kurz, ist das die Kiste? Ich glaube, das ist die Kiste. Ich muss irgendwas droppen. Was droppe ich denn? Hier, Donner! Das brauche ich nicht. Ey. So, das ist momentan, würde ich sagen, echt die wertvollste Kiste, die es gibt auf der YouTuber-Insel. Guck dir mal unten die Reihe an. Ruf des Verräters, ruft nach Teamarbeit, ruft nach dem eigenen Selbst.
Ruf nach Zusammenhalt, ruf nach Fokus. Das sind nach fünf der Wahrheit. Das sind 5 von 9 Hörnern. Und die Köpfe. Ja, nee, die Köpfe sind einfach nur von den Höllenkriegern damals gewesen. Die habe ich da einfach nur angesammelt. Die sind nicht besonders. Einfach nur diese Hörner, die sind sehr, sehr, sehr besonders. Dann kommt dazu, du hast 1, Reini hat 1 und Kiro hat 1. Da sind wir bei 8. 1 fehlt noch von Unheil 1. Und dann haben wir 9. Und wenn wir 9 haben, haben wir alle vollständig. Und dann? Ja, und dann können wir, glaube ich, Unheil 0 öffnen. Und das ist halt die ganze Zeit schon mein Plan. Aber bei Kiro und bei Reini bin ich mir nicht so sicher, dass sie das einfach so haben können, das Horn. Warte mal, das gefällt mir nicht. Warum willst du das letzte Tor öffnen? Was ist deine Absicht dahinter? Warum willst du es öffnen? Ich will, seitdem wir von diesem Unheil 0 besiegt wurden, ich möchte da die ganze Zeit hin. Ich möchte es einfach fertig machen. Es kann nicht sein, dass wir dass diese Statue Tobi seine Rechte weggenommen hat und uns einfach alle besiegt hat und YouTuber in seinen einen Tag down war. Das kann doch nicht sein. Ja, okay, ich verstehe schon, was du meinst. Ich will das die ganze Zeit. Dieser Ehrgeiz fehlt mir von so vielen Leuten einfach, dass sie das auch wollen. Ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Aber ja, gut, ey, dann weißt du was, Bro? Wenn der Zeitpunkt gekommen ist, werde ich dir das Horn geben, okay? Aber Bro, bis dahin musst du dich noch gedulden, okay? Weil ich muss herausfinden, warum mir das Tobi gegeben hat. Alles klar. Okay. Kerl, ich wünsche dir das Beste, ja? Ich verabschiede mich jetzt mit einem guten Abgang. Pass auf dich auf, aber flieg mal kurz los. Ich will mal was probieren. Ob du schneller bist als ich? Nee, ich wollte eigentlich nur einen Donnerschlag reinballern und gucken, ob ich dich treffe in der Luft, aber wird nicht passieren. Das wäre natürlich ganz gut. Okay, let's go. 3, 2, 1. Komm schon. So. Nee, geht nicht. Schade. Okay. Leute, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt tun muss. Ich bin euch ganz ehrlich. Ey, dieses, dass ich so schnell bin, das stört mich auch ehrlich gesagt. Bisschen langsam, bin ich euch ganz ehrlich. Ich bin halt echt extrem schnell, ne? Junge. Aber ich sag euch ehrlich, keine Ahnung, was ich jetzt tun soll. Das Beste wäre natürlich wieder Mira zu finden. Schon rede ich von Mira kommt den Donnerschlag, oder was? Ey, das ist das Buch von letztes Mal, oder nicht? Digga, das ist ein neues Buch. Deine Geschichte ist noch lange nicht vorbei. Du suchst nach neuen Herausforderungen, nach neuen Gegnern, die du besiegen kannst. Nach neuen Aufgaben, die du lösen kannst. Doch eine Sache hast du komplett vergessen. Was denn? Der einzige Gegner dieser Geschichte bist du. Digga. Kein Autor. Bro, wer schreibt so einen Scheiß? Der einzige Gegner dieser Geschichte bist du. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt wieder bedeuten soll oder was das heißt. Ich weiß es nicht, aber ich vermute, da will mir jemand wortwörtlich einen dummen, dreckigen Streich spielen. Und ich habe keine Ahnung, wer es ist. Und diese Schnelligkeit, wirklich, die irritiert mich des Todes langsam, Leute. Ich muss das mal ein bisschen unter Kontrolle. Oh mein Gott. Bist du da? Was ist los, Bro? Nein, ich weiß nicht, was los ist oder so. Ich hab echt keine Ahnung, aber ich habe gerade, keine Ahnung, ich habe gerade so vor. Schau dir das an. Hä? Bitte. Von wo, was ist das? Not. Von Artemis? Warte mal, Bro. Ich hab keine Ahnung. Wann hast du dieses Buch bekommen und warum? Bruder, ich hab gerade keine Ahnung. Gerade eben so. Ist einfach in dein Inventar gepoppt oder was? Bro, ich dachte so, ich wollte gerade mir was zu essen machen, so. Und dann auf einmal habe ich das gesehen und dann dachte ich so, ich muss schnell zu Kian. Ich hoffe, diese Nachricht erreicht Kian. Wer auch immer sie erhält, bitte bring sie zu Kian. Der Olymp, die Kammer des Schatten hat sich geöffnet. Ich bin nicht mehr da, ich kann nichts mehr tun. Was? Die Kammer was des Schatten. Was soll das bedeuten? Bro, ich habe auch gerade so ein scheiß Buch bekommen hier. Guck mal. Hier steht, deine Geschichte ist noch lange nicht vorbei. Bla 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 bla. Der einzige Gegner dieser Geschichte bist du. Jetzt kommst du her? Die Kammer des Schatten hat sich geöffnet. Ich bin nicht mehr da, ich kann nichts mehr tun. Bro, Artemis, das ist so. Ich war ja Zeus mit Zeus und dieses. Ich habe ja Zeus gekillt mit diesem. Ja, sorry, das war ich. Und du musst dir vorstellen, Artemis ist seit in der Geschichte, in der griechischen Mythologie seine Tochter. Und die hat mir geholfen, mit diesem Item Ruf der Natur, dass ich ihn kille. So, ich habe es dann auch geschafft, ihn zu killen. Aber ich weiß jetzt nicht, Bro, warum hast du ein Buch bekommen und wieso nicht ich direkt? Und warum? Aber da steht ja auch, ich hoffe, diese Nachricht erreicht Kian, wer auch immer sie erhält, bitte bringen sie zu Kian. Digga, wenn du jetzt nicht hier wärst, was hätte ich jetzt gemacht? Keine Ahnung. Und das Problem an der Sache ist, ich habe ja dein Video gesehen, du hast ja Artemis getötet. Also, aber wie ging die Nachricht an uns? Ich musste sie töten, weißt du? Warte mal. Ich weiß. Du hast recht. Wenn sie tot war, wie hat diese Nachricht dich erreicht? Das ist ja die Frage.
Und was ist, wenn sie diese Nachricht schon vorher geschrieben hat, Bro, und einfach nicht reden konnte? Kann es sein, dass sie es vorher geschickt hat und einfach, keine Ahnung, dass irgendwie nicht wieder hingekommen ist. Ich weiß nicht wie. Artemis. Leute, ich bin jetzt auch ein bisschen verwirrt. Also auch an die Zuschauer. Was meint ihr, wie hat sie das geschafft? Wie ist das möglich? Aber egal, ey, Bro, da steht ja wortwörtlich, wer auch immer sie erhält, bla bla bla, der Olymp, die Kammer der Schatten hat sich geöffnet. Das heißt, ich muss im Olymp jetzt suchen. Da kommst du nicht rein, oder? Gar nicht, leider. Digga, ich hätte deine Hilfe echt benötigt. Egal, ey, Pischler, danke dir, Bro. Wie läuft's bei dir? Hast du deine neuen Skills, irgendwas? Leider nicht. Ich suche noch weiter, mein Bester. Ey, wenn was ist, sagst du Bescheid, ne? Immer. Ich sag dir immer Bescheid, mein Bester. Okay, Bro. Ja. Ey, danke wegen dieser Nachricht. Ich komm nicht rein, ne? Ey, kein Problem. Probier mal durchzugehen. Vielleicht kannst du ja jetzt durch. Digga, ich bin zu schnell einfach. Hat. Na. Ah, schade, ich dachte schon. Ja, gut, Bro, ich probier mal. Okay? Ja. Mach dir keinen Kopf. Ciao, ciao. Ciao, Bro, wir hören uns. Ciao, ciao. Achso, warte, Pischta, eine letzte Sache noch. Ja. Warte mal, Pischta, kann ich dir vertrauen? Natürlich kannst du mir vertrauen. Bist du dir sicher? Bro, oh, wir sind Freunde, das weißt du doch. Weißt du, es ist ein bisschen weird, dass du jetzt hier vorbeikommst, mir ein Buch bringst und abhaust. Was soll ich denn machen? Soll ich jetzt hier warten oder so? Natürlich muss ich abhauen. Wie hast du dieses Buch bekommen? Das Buch ist einfach aus dem Nix in dein Inventar geballert? Ja. Was glaubst du mir nicht? Ja, ist es. Aber warum sollte ein Buch in deinem Inventar kommen? Warte mal, warum bist du überhaupt online? Ich suche weiterhin mein Skill, meine Kraft, meine Macht. Bro, ich weiß nicht, aber da steht doch von Artemis. Wie soll das sonst funktionieren? Also, du willst mir sagen, du bist angekommen, einfach so, und dieses Buch ist aus dem Nix erschienen. Ja. Und ich soll dir das glauben. Ja, was soll ich denn machen? Ich habe leider nichts aufgenommen, so. Bro, sonst hätte ich dir das gezeigt. Ich glaube dir, ne? Aber ich sage dir ehrlich. Ich vertraue dir nur einmal, okay? Bro, du weißt, ich bin nicht gegenüber dir verfeindet oder so, aber mach mich bitte nicht zum Feind wegen der Lüge oder so. Das würde mich sehr wütend machen, wenn du verstehst. Ja, klar. Bro, wir sind Freunde, das weißt du doch. Bist du dir ganz sicher? Bro, wirklich, ich mein's wirklich komplett ernst. Okay? Ich kann dir nur sagen, ich verspreche dir, dass ich dich nicht anlüge. Okay, ich glaube dir, Bro. Alles klar, sorry, dass ich dich beschuldigt habe. Bis später. Alright, alright, alright. Willkommen im Olympus, Palinkos, Papampus. Die Kammer des Schattens. Hört sich an wie die Kammer des Schreckens von Harry Potter. Digga, die Kammer des Schattens wurde geöffnet. So, ich weiß nicht, was das bedeutet. Ich habe keine Ahnung und ich habe auch ehrlich gesagt gar keine Ahnung, wo ich jetzt suchen soll. Okay, spann dich. Das Gute ist ja, dass ich diesen Speed einfach habe und wirklich schnell bin. Das heißt, wir können alles hier komplett einmal auf Chill durchklappern. Aber die Kammer des Schattens, Freunde, ich habe noch nie von sowas gehört. Also no joke. Alter, vielleicht hat hier irgendwas. Oh mein Gott, ein Blitzableiter. No. No, 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 no. So, wait. Was ist hiermit? War hier irgendwas? Ah, was ist mit dem... Oh, hier vielleicht. Das ist doch die Kammer des Schatten. Ne, das ist die Unterwelt. Hallo, Hades. Lass mich rein. Was war nochmal das Passwort? Das Passwort Cerberus. Cerberus. Natürlich. Natürlich. Das ist auch nicht. Okay. Vielleicht hier irgendwas. Gibt es hier irgendwie eine neue Nachricht? Ja, dass die Zeit ist gekommen oder so. Okay, nee, das ist immer noch das alte. Oh mein Gott, vielleicht hier. Okay, Leute, ich glaube, ich hab's. Das ist es. So, hier müssen wir hin, wahrscheinlich. Komm schon, bitte. Sag mir, dass es hier ist. Ah, Mann. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß sonst nicht, wo sich so eine Kammer befinden sollte. Vielleicht hier? Digga, vielleicht hier? Bro. Das ist... Sieht sehr, sehr sus aus. Okay. Bro, das hört sich sehr, sehr komisch an hier. Zum ersten Mal hörte ich das Flüstern in meinem Kopf. Es begann leise, fast wie ein sanfter Wind, der durch die Bäume strich. Doch je mehr ich ignorierte, desto lauter wurde es.
Zunächst versuchte ich, die Stimme zu ignorieren, doch ließ sie nicht locker. Bro, was ist das für ein Flüstern? Wer redet da, Mann? Bro, was ist das? Dabei stellte ich mir vor, alle Menschen zur Rede zu stellen, die mich verletzt hatten. Ich fühlte mich stärker und unbesiegbar. Doch je mehr ich darüber nachdachte, desto mehr spürte ich, wie sich ein kaltes Gefühl in meinem Magen breit machte. Die Angst, die ich verspürte, verwandelte sich in Macht. Ich erkannte, dass ich nicht nur anderen schaden wollte, sondern auch mir selbst. Der Schatten in mir ist mein größter Feind. Was war das für ein Sound, Leute? Seid mir jetzt nicht, ich habe irgendwas Dummes, Dreckiges wieder beschworen, ritualtechnisch oder so. Digga. Wait! Hä? Kianis? Bro, das ist. Ich hatte schon mal ein Fake-Kianis am Start. Aber der hieß nicht Kianis. Digga, wie kannst du Kianis heißen? Hä? Was geht hier gerade ab? Wer bist du? Digga, ich mach dem keinen Schaden. Bro, ich mach dem keinen Schaden, Digga. Wer bist du? Warum redest du nicht? Rede mal bitte. Warte mal ganz kurz, bitte bleib stehen. Warte. Digga, du sollst warten. Wer bist du? Warum? Warum hast du meinen Skin, den alten, in Rot? Erklär mir das. Was? Ey, bitte mach dich wie Artemis, rede mal. Kannst du bitte reden? Ja, warum heißt der... Ich check das nicht. Was soll ich tun jetzt? Was möchtest du von mir? Hä? Dann warte mal ganz kurz. Was bitte ist deine Mission? Kannst du mir mal bitte erklären? Warum? Ich verstehe auch gar nicht, warum du nicht redest. Ja, was? Soll ich da runtergehen? Wait! Knapp, soll ich da runter? Willst du, dass ich da runtergehe, Nick? Ja. Digga, was?